Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gate to the Games zur dritten unserer Schwert und Schild Tinboxen, nämlich der Italian V-Tinbox. Und die werden wir jetzt öffnen und gucken, was da Schönes drinnen ist. In der letzten Tinbox hatten wir ja schon eigentlich ziemlich Glück gehabt, was da so Schickes auf uns gewartet hat. Wie immer, Promokarte, Codekarte und 4 Booster-Packs sind drinnen. Und alles, was ihr wissen müsst, egal ob zu den Tinboxen oder zu den Sleeves, die ich immer benutze, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir nehmen jetzt mal Lapras hier als Glückspack, denn sowohl Sakian als auch Relaxo haben uns bis jetzt kein Glück gebracht. Und ich hoffe einfach mal, dass Lapras es jetzt endlich mal ändert. So, wir tüten Italian ein und dann gucken wir uns die schicke Karte erstmal an. Und dann geht es los mit den Openings. So, Italian V. Vom Typ Bosser mit 200 KP und wir haben die Attacken. Präzisionsschuss mit einmal Wasserenergie, diese Attacke fügt einem Pokémon deines Gegners 40 Schadenspunkte zu, ohne Schwäche und Resistenz. Kann man machen, ist auf jeden Fall nicht schlecht, um kleinere Pokémon rauszusnipen. Und den Wasserbericht, 130 Schaden, 2 Wasser, aber farblos, dein Gegner zeigt dir seine Handkarten, ist sehr gut zum Scouten. Also Italian ist ein ziemliches tricky Pokémon. Und wir gucken jetzt mal, was hier noch drin ist. Primarena, Welten im Wandel und natürlich Schwert und Schild, Backs, Packs. Mal schauen. So, 1, 2, 3. Und es geht los mit einem Safko. Übrigens, die Tinboxen sind in der Beschreibung verlinkt, genauso wie die Sleeves und alles drum und dran. Also einfach mal abchecken und wenn ihr Bock habt, bestellen. So, Safcon, Lilly, Sedimantur, Frobel, Yorkleff, Paras, Ibitak, Flamiau, ein Reverse Austos und ein Primarene als normale Rare. Primarene Pack, Primarene Rare. Zufall? Ah, ich denke nicht. So, Welten im Wandel. Ich hoffe, jetzt sind daraus gleich mal noch eine coole Karte. Denn das Tag-Team mit Turtok und Plinfer würde mich doch schon sehr reizen. Als Full Art. Mal schauen. So, wir legen los mit Zwirklub. Professor Eichs Vorbereitung. Verkokel. Leufeo. Smogon. Nasgnet. Schnäppke. Wuffels. Einem Reverse Tesorio und einem Xatu als normale Rare. Hat auch kein Glück hier. So, Gigantamax Raxo, das erste Schwert- und Schildpack für dieses Opening. Ist uns das Glück gerade nicht so hold? Oder was ist da los? So, die Energiesuche, so rum. Flottball, Voltula, Vulpix, Somniam, Roselia, Kamehaps, Zensekt, ein Reverse Voldi und ein Cramor als normale Rare. Wenn die als wie rauskommt in Fuller, das wäre natürlich auch richtig edel. Cramor allgemein ein sehr, sehr cooles Pokémon, wird von vielen sehr gemocht. Und ist eines der coolsten Anfangsflug-Pokémon zusammen mit Staraptor und Fiaro. Das ist so das coolste Anfangs-Pokémon-Trio. Wenn ihr Taubos mit dazu zählen wollt, dann aber nur Mega-Taubos. Also das normale Taubos ist cooler, Mega-Taubos ist halt echt 10-mal geiler als das normale Taubos. So, Furnifras. Die Metallplatte. Flottball. Vulpix. Kleptifuchs. Pupanze. Da haben wir einen Lampi. Ein Krabi. Ein Reverse Belektro und ein Holo-Kommandutan. Okay, wenigstens eine Holo-Karte gezogen. Aber ansonsten war die Tinbox auch eher mau. Mal schauen. Ich habe hier noch 2 Sonderboxen hinter mir liegen. Mal gucken, was da Schönes drin ist. Und wie immer, danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr euch die Boxen bestellt habt, dann schreibt mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht mehr Glück hattet als ich. Und ansonsten, Kritik, Kommentare immer gern gesehen. Haut einfach raus. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.